Ei, gute Wie, es ist wieder Satisfactory-Zeit. Und ja, ich habe mal geguckt, der Plan, den wir für Kupfer gemacht haben, war nicht nur für Kupfer, da haben wir auch noch die Turbodraht- und KI-Begrenzer mit drin. Das heißt, ich muss mir doch irgendwie Katerium hier dann schon mal anscheffeln. Aber dafür, Kupfer brauchen wir 85 Erz. Das heißt, die Quelle, die wir hier sowieso schon für Kupfer nehmen, die reicht aus. Die andere, die wir hier unten drunter haben, die etwas näher wäre, die bringt zu wenig. Die können wir so noch nicht nehmen. Das gänge erst später, wenn wir einen besseren Miner hätten. Das Ding ist, die wäre halt echt ideal. Die wäre echt ideal, weil ich hätte gesagt, wir bauen das Kupfer, bauen wir hier irgendwo hin. Da ist die halt echt hier, die ist genau drunter. Ah, was habe ich denn an Beton? Ich habe ja fast keinen Beton mehr einstecken, dafür anderen Kram, den ich eigentlich gar nicht bräuchte. Ach, je, aber ich habe hier oben noch ein bisschen Beton drin. Ah, und der hier ist leer, den können wir schon mal wieder abreißen. Okay. Nehmen wir uns das da mal noch mit. Ich hätte jetzt erste Mal gesagt, wir hauen hier überall mal 10 Stück dran. Erstmal bis zu der Kante, die wir da ja auch haben. So, zack. Ich habe gerade eine Errungenschaft erhalten. Aber es war jetzt hier, ich habe in einem kurzen Text nicht gesehen, ob da dabei stand, wofür. Ich mal hier. Wir machen bis hierhin. Bis hierhin machen wir. Da ich aber Fundamente bauen bin, denke ich mal, dass es irgendwas mit Fundamenten zu tun hat. Bestimmt muss man Anzahl X an Fundamenten gebaut haben oder so. Ich weiß, das Stück hier ist jetzt länger. Aber bevor ich jetzt hier gucken muss, wie viele das genau sind, mache ich das lieber ein Stück länger. Und das, was zu viel war, wird wieder abgeschnitten. Ich habe jetzt schon dreimal abgeschnitten und ist immer noch zu kurz. So, dann kommt hier neben, kommt Kupfer hin. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Jetzt würde ich, wie gesagt, gerne natürlich schon. Wir müssen mal gucken. Ich würde so gerne, so gerne die Quelle da unten nehmen. Hier hat man das noch nicht dabei. Das heißt, das kommt hier erst. Bei fortgeschrittener Stahl, da sind die MK2-Miner. Problem ist, die drei Sachen hätten wir da. Die Stahlrohre haben wir noch nicht. Sind dafür aber auch nur 100 Stück. Und guck mal, hier haben wir dann auch die automatische Verkabelung, die wir ja hier wieder brauchen. Lass uns den Meilenstein mal auswählen. Hier, was wir gerade schon einstecken haben, können wir ja schon mal reinballern. Ah, ne, hier haben wir nur Stahlträger, noch keine Rohre. Das wäre was, die Stahlrohre, das würde ich mir durchaus sogar zutrauen, dass ich das nochmal an der Werkbank mache. Dafür nehme ich mir hier einfach nochmal ein bisschen,
Ein bisschen Eisenerz. Oh, und hier ist schon wieder Zappe? Oder läufst du noch? Nee, du läufst noch. Okay. Ich brauche dann aber auch Kohle. Da gehen wir mal hier zu dieser Kohle, die da in der Mitte ist. Und setzen da einfach auch mal 3 mobile Miner drauf. Dann können wir, wenn wir Kohle brauchen, können wir dort immer holen. Es gibt auch noch andere Sachen, die wir später vielleicht dann erstmal per Hand craften, wo wir Kohle brauchen könnten. Ich weiß, ich spoiler nicht gern, aber in dem Fall mache ich es tatsächlich mal. Es gibt ja später eine Gasmaske und für die Filter, die wir da brauchen, brauchen wir Kohle. Und so Filter wäre jetzt auch erstmal was da. Irgendwann werden wir es automatisieren. Ja, gar keine Frage. Aber am Anfang. Am allerersten Anfang. Lauft ihr weg? Allerersten Anfang, da würde ich die erstmal mit Hand machen. So. Das ist sogar eine reine Quelle. Und die da auch. Boah, Wahnsinn. So. Dann sind ja eigentlich die Miner relativ fix vollgelaufen. Dann könnte ich die Kohle direkt mitnehmen. Das wäre doch super. Das wäre richtig gut. Derzeit kann ich hier mal wieder mein Schwertli drauf machen. Ah, weißt du, was mir inzwischen auch einfällt? Ich wollte mal gucken, ob die interaktive Karte schon wieder funktioniert. Und wenn ja, ob es hier irgendwo in der Nähe vielleicht Sam gibt. Weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich mich da wirklich spoilern soll. So, komm, hier machen wir den noch voll. 3 müssen wir Platz lassen für die Kohle. Da habe ich jetzt doch nicht geguckt gehabt. Ich meine, gut, vielleicht bringen das ja auch die Hühnchen an. Ich meine, wenn wir die erste Forschung in der MAM gemacht haben, dann können wir, glaube ich, auch hier über V nach Sam suchen. Aber da brauchen wir 10. Wir haben halt jetzt erst 2. Also bis die Dogos uns da 10 angeschafft haben, das könnte natürlich noch 100 Jahre dauern. So lange wollte ich da eigentlich nicht warten. So, da haben wir schon mal Kohle. Eisenerz müsste dann auch bald zusammen sein. Eisenerz und Kohle zusammen ergibt Stahlbarren. Und aus den Stahlbarren können wir dann Stahlträger oder Stahlrohre bauen. Und ja, so komme ich dann, wenn ich dann logischerweise keine Stahlträger, sondern Stahlrohre draus mache, zu den Stahlrohren. Die Rotoren, die jetzt noch fehlen, die modularen Rahmen, die noch fehlen, die können wir uns oben am Lager holen. Dafür haben wir es ja errichtet. Hallo. Tut mir leid. War keine Absicht. Ja, nochmal ein bisschen Bären einsammeln. Das kommt immer gut. Das kann man immer gebrauchen. Nehmen wir uns den Kakadu hier auch noch mit. Den nehmen wir uns auch noch mit. So. Und guck mal, Weltraumlift, intelligente Beschichtung, fast ein Viertel jetzt schon. Fast ein Viertel. Nice. Nice, nice, nice.
So, lalalala. Packe ich erstmal den Quarz hier oben rein. Und so, schließen Strom wieder an, dann kann der schon mal wieder ratatateng. Ich habe Bäume einstecken, die können wir hier oben rein. Die können wir hier oben rein. Denn gehen wir doch gerade noch mal nach die Hundis gucken. Statoren. Beton, ja, ist immer wieder nützlich, auch wenn ich da schon Fabriken habe, die dort herstellen. War jetzt nicht die nützlichste Runde, aber kann ja auch nicht immer mega geile Teile dabei sein. Ab und zu muss auch mal was anderes dazwischen sein. Habe ich eigentlich Statoren? Brauche ich ja gerade im Moment noch nicht. Habe ich hier... Ja, da habe ich doch schon welche. Da kann ich doch die dazu werfen. Der Gummi kann hier noch dazu. Gut, gut. Das haben wir. Dann bauen wir eben hier wieder DNA-Kapseln für unseren Shredderino. Das sind immerhin auch schon wieder 11 Stück. Ding, 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 ding. Ja, ich muss aber noch gucken. Katerium brauche ich dann 66 Erz die Minute. Ist jetzt also nicht unbedingt die krasseste Geschichte. Reicht das eigentlich für einen? Ja, reicht um einen weiteren. Dann haben wir schon wieder zwei. Die drucke ich aber mal noch nicht aus. Machen wir später erst. Ist schon komplett leer. Der hat noch ein paar Eisenbarren, aber der andere hier ist schon komplett leer. Der kann auch weg. Und das hier ist auch schon leer. Deswegen kommt hier hinten dran nichts mehr raus. Also gibt das nach und nach dann Luft hier. Wobei ich ja auch gerade hingehen könnte, damit wir das nicht alles per Hand klöppeln, können ja auch sagen, eine Gießerei, da haben wir gerade keine Materialien, eine Gießerei, drei Container und ein bisschen Band. Da das aber was Professorisches ist, machen wir das alles da unten und wir nehmen noch einen Constructor mit. Oder nehmen wir gleich zwei? Komm, wir nehmen gleich zwei Constructor noch mit dazu. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Splitter. So, wir brauchen Rotoren. Einmal 100 noch für den Weltraumlift und einmal zum Bauen ein bisschen was. Und wir brauchen hier modulare Rahmen. Warte mal. Wenn ich hier erstmal sag, die zwei können mal darüber. Da da mal sag. Dann kann ich jetzt hier sagen, ich nehme 1. 2 mit, dann bleiben 14 über. Das heißt, das reicht gerade so, um den Weltraumlift voll zu stopfen. Ach, nicht den Weltraumlift, die Hub voll zu stopfen und unser professorischen Stahlbau zu machen. So, zack. Da noch den Rest rein. So, ist das schon mal alles voll? Wo haben wir denn am besten Platz dafür? Hier ist ja doch noch alles. Was ist denn hier? Das ist alles schon leer. Na, die Maschinen noch nicht. Mal, wenn ich die Barren nehme. Ah, nee, du hast auch keine mehr.
Sonst hätte ich nämlich gesagt, komm, die gebe ich dir hier drüben noch. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast noch 3 Barren. Ich bräuchte nur einen, so. Da, dann kannst du noch mal eine Platte herstellen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, da sollten wir hier doch irgendwie ein bisschen was hinkriegen. Dann haben wir hier einen Container für Kohle, einen für Eisenerz. Und nein, das soll keinen Schönheitspreis gewinnen. Das soll jetzt nur irgendwie ein bisschen was herstellen. So, und zwar die Stahlbarren. So, dann haben wir hier Bänder rein. Zack, zack. Dann haben wir hier ein Konstruktor. Warum sind denn die so groß? Warum sind denn die so groß? Hey, das Stromkabel, aber wenn ich das jetzt abreiße, dann geht ein Haufen Zeugs aus. Warum? Warum, warum, warum? Aber warte mal, ich könnte sie ja so ein bisschen hintereinander vielleicht auch bauen. Einer kommt hier hin. Der andere kommt hier so ein bisschen versetzt hinten dran. Und dann, damit wir uns die ganze Hub nicht zubauen, machen wir uns die 2 Container, wo das eingeliefert wird, einfach hier oben hin. So, dann stellst du her Stahlrohr. Da bräuchtest du 30 Barren die Minute und du sollst Stahlträger. Du bräuchtest 60 Barren, das geht nicht. Wir stellen her 45 waren es, ne? Wir stellen 45 her. 45. Das heißt, wenn du verbrauchst 30, hätten wir nur noch 15 über. Ja, das wäre ein bisschen wenig. Wäre ein bisschen wenig. Wenn wir dich auf 50, dann hättest du noch 30 Barren. Und du, dass du 15 verbrauchst, du auch auf 50 runter. Dann hätten wir gleichmäßig laufende Produktionen. Das würde gehen. So, das würde gehen. Dann brauchen wir noch unseren Splitter. So, da teilt sich auf. Ein Anschluss da hinten. Ja, gut, okay. Zack, zack. So sollte dort alles laufen. Ja, der kann jetzt natürlich nicht lange produzieren, weil wir hier gar nicht viel Material rein. Die 300 bei 45 die Minute Verbrauch sind hier natürlich ratzfatz weg. Was habe ich denn an Minern noch dabei? Ich habe noch 4 Stück. Also wenn ich hier nochmal 2 stelle, da drüben dann nochmal 2 dazu, dann kommen wir wenigstens immer auf 500. Das ist doch zumindest schon mal besser als nur 300. Ich will jetzt auch nicht ewig viel von den Minern hier, von den mobilen Minern herstellen. Ich meine, inzwischen ist es angenehm,
In der Early Access war jeder Miner ein Inventarplatz. Inzwischen stacken sie ja. Keine Ahnung, wie groß die Stack Size ist, bis wohin, aber es stackt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Neuerung. Aber es muss ja trotzdem jetzt nicht so viel sein, weil die werden wir irgendwann natürlich auch alle wieder abbauen. Klar, bei den elektrischen Minern brauchen wir sie auch. Da werden sie wieder mit reingesetzt. Aber das dauert ja dann auch wieder ewig, bis wir die alle los haben. So, lalalala. Autosave beginnt. Dann Autosave mal. Ja komm, die fangen ja jetzt erst an, bis die voll sind. Ich nehme hier einfach die 300 schon mal mit, die schon wieder voll waren. Und dann haben wir bauen jetzt 10 Stahlrohr die Minute. Also 10 Minuten brauchen wir, bis wir die 100 Stahlrohre haben. Dann kann ich die Forschung, den Meilenstein, kann ich dann abschließen. Dann haben wir MK2-Miner. Dann muss ich nur gucken, was die an Materialkosten brauchen. Und kann hier A, den einen oder anderen Miner damit ersetzen, weil ich dann natürlich weniger takten muss. Die haben doppelte Förderleistung. Das heißt, die Miner, die ich jetzt irgendwo platziert habe, die auf 200% takten, die können dann auf 100% laufen. Und Miner, die auf 100 sind, die könnte ich dann sogar auf 50% runtertakten. Und dann brauchen die auch etwas weniger Strom. Wir können uns das dann, wenn wir es haben, mal genau angucken, wie der Unterschied ist. Aber es macht schon durchaus Sinn, die Miner von MK1 auf MK2 zu tauschen. Später von MK2 auf MK3... sieht schon wieder anders aus. Muss mal gucken, ob die noch genauso teuer in der Herstellung sind. Wenn ja, dann ist da nicht mehr ganz... Da will man nicht mehr jeden Miner umbauen. Vor allem, bis man so weit ist, hat man einige auf der Karte schon drauf sitzen. Das ist dann nicht mehr so schön. So, ja, was ich ja schon mal gucken könnte, Caterium. Ich weiß, da hinten war in der einen Wand, da war noch einer drin. Ist das der nächste? Wahrscheinlich, ne? Wir haben den hier. 764 Meter. Das ist alles schon über einen Kilometer. Ja, dann werden wir wohl den mit reinnehmen. Dann machen wir uns mal gerade hier eine Markierung hin. Caterium. Bei Erze. So hatte ich es. Erze. Und mit hervorgehobener Markierung. Ich werde den dann wieder löschen demnächst. Ah, doch, da. Da sieht man es ein bisschen. Hoppala, falsche Taste. Da sieht man es ein bisschen rausleuchten. Da hinten ist er. Das heißt, dann kann ich jetzt schon mal gucken. Wir nehmen uns ein bisschen Beton-Merch. Dann kann ich schon mal gucken, wie ich denn da hinten hinkomme. Da müssen wir wieder der Schacht bauen. Dann halt der Schacht in der Richtung. Und nur gerade, weil wir neugierig sind. Schauen wir schon mal rein. 44 und da haben wir 26. Ach ja, ist ja schon mal ein bisschen was zusammengekommen. Ich denke, da werde ich nach der Folge, werde ich mir nochmal einen Schwung voll Erz holen. Da mache ich mein Inventar mal so gut es geht leer. Und lass, keine Ahnung, vielleicht dreimal Miner durchlaufen. Dann hätten wir 1500 Erz. Erz.
Herz. Ja, vielleicht haben wir dann auch so viel Herz. Oh ja. Wir könnten von der Ecke hier rüber gehen. Dann kommen wir, glaube ich, an dem Schissel hier noch vorbei. Gehen hier rüber und knicken dann hinten einmal nach links um. Muss ich jetzt nur gucken. Das ist ja, das hier ist die Oberkante des Ganzen. Komm, da ziehe ich mir auch mal hier Jans hier hinten, ne? Jans hier, da ziehe ich mir mal das lang. Gehen wir mal Jans frech da bis zu der Ecke. Der Ecke, der ist hier. Das heißt, das war zu viel gebaut. Wieder weg. Na ja, schon mal anfangen. Für unseren Zwischenboden hier schön Zeug drunter zu bauen. Ja, nicht zu viel, dass ich noch ein bisschen Beton übrig habe. So, das hier wäre dann der Schacht. Da baue ich jetzt mal drei, weil das ist ja erstmal nur der Schachtdeckel. So wäre da, ja. So, dann müssen wir mal so bauen, dass wir hier rüberkommen. Aber das hier ist kein Schacht, das kann schon wieder weg. So. Das hier geht mal irgendwo hier rein und dann müssen wir halt gucken, wo genau hin. Jetzt schauen wir, ob was wirklich funktioniert. Also hier an dem Ding kommen wir vorbei. Definitiv locker lässig. Aber nicht, dass wir doch irgendwo zu niedrig sind. Ich meine, wenn Bäume durchgucken, ist kein Problem. Die sägen wir weg. Da sind wir eiskalt. Nee, das sieht ganz gut aus. Kommen hier überall oben drüber weg. So, dass wir uns später vielleicht sogar noch halbwegs schöne Füßchen drunter setzen können. Da will ich auch eigentlich nicht zu lange warten. Weit, ne? Der hat getroffen. Ja. Ja, ja, ja. Ich wollte mal gerade gucken. Ah, das sah auch kurz aus, als wenn hier auch eine Höhle wäre. Aber nee, das ist nur ein kleiner Vorsprung. Hier ist keine Höhle, wie er aussieht. Ich hab doch gerade noch. Täusche ich mich? Oder hab ich da gerade? Wieso hab ich doch da? Ich schon sagen, wieso hab ich keinen Handscanner? Hab ich da gerade Mercer Sphere oder Summer Loop gehört? Irgendwo hier in die Richtung. Ah, das ist, glaube ich, die, die auf dem Wasser drauf ist.
Aber hier so direkt in der Nähe, dann hat das nur getäuscht, ha? Direkt in der Nähe ist nix. Danke fürs Stehenbleiben. Sehr, sehr freundlich. Hab ich da einen Panzer schon? Ah, nee. Da. Ja, doch. Das ist ein Höhleneingang. Warte mal, eigentlich wollte ich nur hier mir das Quarz mitnehmen. Das ist ein Höhleneingang. Falls wir da drin irgendwas finden, brauche ich Platz im Inventar. Machen wir mal so hier. Blätter und Holz, das kriegen wir auch noch anders hin. Hier gäbe es auf jeden Fall auch schon mal sehr, 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 sehr viel Holz. Ja, Speckpilzi. Ah, wisst ihr... Das habe ich gehört, die Schnecke. Das war nicht Summer Loop, nicht Mercer's 4, was ich gehört habe. Das war dann die Schnecke, die ich bis oben drüber gehört hatte. Aha. Oh, mehr gibt's hier nicht. Okay. Mehr gibt's hier nicht, aber interessant. Das heißt, man muss hier wirklich alles kleinlichst absuchen, wo irgendwo eine Höhle reingehen könnte. Und ihr seht schon wieder mein altes Leid. Ich lasse mich schon wieder ablenken, statt mal hier weiterzubauen. Warum hier sind hier drei Spucker auf so kleinem Raum? Das finde ich schon wieder irgendwie. Ist hier etwa auch ein Höhleneingang? Okay. Ich erkenne es nicht richtig. Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Und sagen, ich erkenne nicht richtig, ob ich zu tief oder zu hoch schieße und hat jetzt einfach auf Verdacht mal was tiefer angehalten. Na, soll ich dir noch ein bisschen im Bauch kraulen? Diddling. Ja, ich habe schon wieder ein Summer Loop. Ey, nur ich darf schießen, du nicht. Ach. Ha. Putschikowski. Das war ein Treffer. Das auch. Ist tatsächlich eine Höhle. Das gibt's doch nicht. Es ist wirklich. Nee, das ist nicht wirklich eine Höhle. Wir kommen nur hier rüber wieder. Hier rüber auf die Wege. Ah, zu früh gefreut. Mann. Ich weiß, früher war das nicht so. Verwirrend und so viele Verbindungen hier. So schlimm ist das ja. Mann, 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 Mann.
Aber naja, wir haben zumindest, wir haben einen Summer Loop wieder gefunden. Wir haben noch eine schöne, lecker Schnecke gefunden, aus der wir wieder richtig nice Energiefragmente machen können. Und wir haben schon der Schacht hier bald schon bis zum Katerium. Bis zu unserem Erz. Ja, setzen wir uns mal noch eine Leiter an, damit wir wieder hochkommen. So, lalalala. Hau noch mal dran. Auf der einen Seite will ich nicht 100% über der Mine sein, aber auf der anderen Seite nah dran wäre schon nice. Ich glaube, ich nehme die hier. Mit dem gehen wir dann darüber. Also ihr wart zu viel. Tut mir leid. Für euch habe ich diese Woche kein Foto. So. Lalalala. Haben wir Nummer 5. Ah, nochmal einen Trump. Dann sind wir auf jeden Fall oben drüber, ja. Und da bauen wir das nächste Mal dann weiter. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal noch hier hin. Ich baue mir da nochmal eine Leiter direkt nach unten. Und dann richten wir den Miner quasi etwas anders aus. Ich denke mal, ja, guck mal hier. Der ganze Turbodraht geht eh in den Schredder schon rein. Also ist dort unten. Der Container ist voll. Da wollen wir hin. Der Container ist voll. Das heißt, wir können das Erz hier dann quasi abschalten. Wir haben genug Turbodrahtvorrat erstmal noch hier. Haben wir hier erstmal schon mal. Dann kann der jetzt noch leer laufen und ja. In der nächsten Folge, was dann aber in der neuen Wohnung schon sein wird, da werden wir dann das Ganze hier eben einmal den Miner nochmal neu hinstellen. Ich denke mal, an der Stelle könnten wir vielleicht ein bisschen Beton drunter bauen, dass wir den auch schon etwa in die Richtung, die unser Schacht hat, dann ausrichten kann. Dann eben einmal hoch mit Förderlift. Und ja, dann können wir da das Band fröhlich rüberziehen. Gut. Aber wie gesagt, das war's für heute. Sollte morgen keine Folge Satisfactory kommen, dann habe ich es noch nicht geschafft, in der neuen Wohnung mich soweit schon wieder herzurichten mit Internet, PC hinstellen und so weiter, um schon wieder neue Folgen aufnehmen zu können. Dann tut's mir leid, dann dauert's ein paar Tage, aber vielleicht kommt ja morgen auch schon wieder eine. Ansonsten schaut gerne mal Discord oder in der WhatsApp-Gruppe vorbei, WhatsApp-Channel, nicht Gruppe, ein Channel ist das. Da halte ich euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao, ciao.